In dem heutigen Video sprechen wir über die Fibonacci Retracements und wie du sie im Trading nutzen kannst, welche Fehler du vermeiden solltest und noch so ein paar Praxistipps, wie wir damit umgehen. Bleib dran. Leonardo Fibonacci war ein Mathematiker aus Italien, der im 12. Jahrhundert gelebt hat und der interessante Gesetzesmäßigkeiten in der Naturwissenschaft entdeckt hat. Und siehe da, das Ganze können wir auch aufs Trading projizieren. Es hat sich ein Indikator entwickelt, den viele Trader nutzen, aber auch da ist es nicht der heilige Gral. Ich will dir mit dem Video Tipps geben, damit du diesen Indikator, dieses Tool in dein Trading integrieren kannst. Und damit fangen wir jetzt an. Fangen wir mit den Grundlagen an. Was bedeutet Retracement? Übersetzt ist es nichts anderes als ein Rücksetzer, was wir aufs Trading projiziert als Abpraller bezeichnen können. Und wovon kann etwas abprallen? Naja, wir fangen mal an mit einem Aufwärtstrend. Von einem Punkt 1 bis zu einem Punkt 2 haben wir eine bestimmte Strecke. Und jetzt geht es in eine Korrekturphase. Und die Frage, die wir uns alle stellen, hey, wie ist der perfekte Einstiegszeitpunkt oder wann ist der perfekte Einstiegszeitpunkt? Und da können uns eben diese Fibonacci-Ebenen, auf die ich gleich zu sprechen komme, helfen, das Thema Timing zu optimieren. Generell bin ich jemand, der sagt, ja, Timing optimieren ist generell schwer, aber gerade im Trading geht es schon darum, eine höhere Wahrscheinlichkeit natürlich zu erreichen, dass die Trade-Idee aufgeht. Und wir konzentrieren uns bei Fibonacci auf das 38,2er-Level, das 50er-Level und das 61,8er-Level. Das bedeutet, wir messen diese Strecke von diesem impulsiven Aufwärtstrend und dann können 38,2% dieser Strecke korrigiert werden und es könnte hier zum Rebound kommen und wir nehmen den ursprünglichen Aufwärtstrend hier wieder auf. Das heißt, jemand, der nach Fibonacci handeln würde, zeichnet sich diese Ebene ein und da findest du bei deinem Broker, deiner Charting-Software, wie auch immer, natürlich schon das Tool dafür und könntest dir diese Linien dann einzeichnen lassen und du findest vielleicht hier kurz davor einen Einstieg. Das Ganze gibt es eben auch nochmal am 50er-Level, am 61,8er. Es gibt auch noch weitere im 23er- und 70er-Bereich, aber der breite Markt konzentriert sich auf diese drei Level. So, das heißt, wie kann man das Ganze nutzen? Indem man sagt, hey, entweder man positioniert sich schon relativ früh oder eben an den anderen beiden Ebenen und setzt darauf, dass von diesem Level aus die ursprüngliche Aufwärtsbewegung wieder aufgenommen wird. Wir haben also einen Handel aus der Korrektur, den wir hier machen können. Und das, was ich immer wieder sehe, so zum Thema Fehler bei Fibonacci Retracements, ist meiner Meinung nach erstens, dass die Leute überall Fibonacci-Ebenen einzeichnen, was ich nicht tun würde. Also Tipp Nummer 1 zu Fehler Nummer 1 lautet, such dir mal in einem Chart, vielleicht auch erstmal in den übergeordneten höheren Zeiteinheiten, die langen Aufwärtsstrecken, ja? Wo du wirklich siehst, wow, das war ein impulsiver Aufwärtstrend. Das kann man natürlich übrigens auch für die Short-Seite genauso machen, ja, ein langer Short-Abwärtstrend, ja. Aber wir bleiben hier mal bei Long und du könntest dann hier entsprechend an einem langen Aufwärtstrend, zum Beispiel im D1, H4 oder auch Wochenchart, erstmal üben, das einzuzeichnen. Wirklich vom Tiefpunkt bis zum Hochpunkt, ja, und dann guckst du dir, wo kommen diese Ebenen raus. Und jetzt Fehler Nummer 2, meiner Meinung nach, ist, dass die Leute sich nur auf diese Ebenen verlassen. Das bedeutet, was kannst du hier machen? Kombinier doch mal das Fibonacci Retracement mit einem zweiten Indikator. Mit einem zweiten Indikator bedeutet, das kann ein ganz einfaches Unterstützungs- oder Widerstandslevel sein oder eben auch vielleicht ein gleitender Durchschnitt, wie der Simple Moving Average in der 200er Einstellung, ja, der jetzt dann auch auf dieses Level gerade läuft. Ich mache das mal in einer anderen Farbe. Bedeutet, nehmen wir mal an, hier läuft noch aus dem H4 oder auch aus einer anderen höheren Zeiteinheit noch so ein gleitender Durchschnitt lang. Und dann hat auch dieses Level, kriegt eine höhere Bedeutung, weil mehr Marktteilnehmer das eine oder das andere sehen, also entsprechend hier ihre Orders positionieren mit derselben Idee, die du hast. Also, Tipp Nummer 2 wäre hier, kombiniere dieses Tool mit noch einem anderen. Das können Pivot Points sein, einfache Unterstützungs- und Widerstandszonen oder vielleicht hast du noch irgendeinen anderen Indikator, wo du sagst, hey, der gefällt mir generell ganz gut. Also, erstes Zwischenfazit lautet, wir nutzen Fibonacci Retracements, um aus einer Korrektur heraus zu handeln. Wir haben einen Trend,
der korrigiert und dann wollen wir unseren Einstieg optimieren über dieses Tool, kombiniert mit einem weiteren Unterstützungsindikator. Und wenn die auf dasselbe Level fallen, haben wir eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es hier zu einem Rebound kommt und das bisherige Hoch auch wieder angelaufen wird. Wo man dann schon wieder hier oben bei diesem Punkt 2 einen Teil verkaufen könnte. Man zieht vielleicht einen Stop-Loss auf den Einstandskurs und lässt den Rest laufen. Das Ganze zeige ich dir jetzt aber auch nochmal am Chart, um es nochmal zu verdeutlichen. Also bevor wir zum Fibonacci-Tool dann kommen oder ich dir Praxisbeispiele zeige, erst nochmal der Hinweis, wir nutzen sehr gerne diese Software TradingView als Charting-Tool für Trade-Analysen, die Ideengenerierung etc. Und hier gibt es kostenlose Basisversionen bis hin zu Pro-Paketen. Du findest das Fibonacci-Tool aber auch in der Regel bei deinem Broker, wenn es ein guter oder ein vernünftiger ist, bei MetaTrader oder sonstigen. Ja, das sieht dann zum Beispiel hier so aus, bei TradingView links in dieser Leiste, Fibonacci Retracement, das ist das, was wir hier in diesem Fall brauchen oder heute besprechen. So, du klickst es einfach an und nochmal, dann geht es mir darum, dass du bestimmte Strecken markierst. Ja, das kann man von hier bis ganz nach oben ziehen. Wir nehmen jetzt mal bewusst eine kleinere gleich von diesem Tiefpunkt hier bis zu diesem Hochpunkt. Das heißt, vielleicht auch schon erster Fallstrick oder das, was es etwas schwieriger macht mit Fibonacci Retracements im Trading, ist, dass es immer eine subjektive Wahrnehmung ist. Was wir aber generell ausschließen können, beziehungsweise was ich nicht machen würde, ist vielleicht nochmal was anderes als etwas generell auszuschließen. Ich würde jetzt nicht von hier nach hier in diesem kurzen, eher seitwärts ausgerichteten Trend ein Fibonacci ziehen. Es mag sein, dass der ein oder andere da vielleicht eine Strategie für hat, dann kann er das gerne ergänzen oder irgendwie mal beschreiben, aber ich konzentriere mich hier wirklich auf die großen Strecken hier. Ja? Den impulsiveren Aufwärtstrend, das haben wir jetzt hier zum Beispiel im Gold, jetzt habe ich das gerade eingezeichnet, also wir ziehen vom Tief bis zum Hoch und dann haben wir als erstes dieses 23,6er Level, was ich gar nicht so beachte, sondern wie gesagt 38,2er, das 50er und das 61,8er. Ist jetzt hier nicht in Prozent, sondern in Zahlen angegeben, aber kommt ja auf selbe hinaus. Und was wir dann sehen und was ich hier ganz interessant finde, ist die Zone ins 61,8er rum. Das 50er war schon, umgekehrt, das 50er finde ich interessant, das 61,8er finde ich auch interessant, ja. Ich ziehe das mal was weiter, dann siehst du das vielleicht was besser. Natürlich sollte weiterhin oben der Hochpunkt markiert sein, aber du siehst hier in dem Fall auch, wir haben hier einen Widerstandsbereich, der erstmal nicht weitergeht, dann kommt dann irgendwann der Durchbruch, ab sofort ist ein Widerstand dann eine Unterstützung für diese Korrektur. Ja, und exakt hier können wir uns eben auch diese horizontale Linie einzeichnen und sehen, hey, da fallen diese zwei Ebenen aufeinander, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass wir hier nochmal einen Rebound sehen. Man könnte also hier seinen Einstieg platzieren, man kann das ja auch teilautomatisieren über ein Buy-Limit, ein Kauf-Limit und dann je nach persönlichem Trading-Stil und Risikomanagement seinen Stop-Loss wählen. Zum Beispiel knapp drunter, ja, hier unter den 1,750, also 1,745 zum Beispiel. Leute, die sagen, nee, ich habe dann immer noch das 61,8er als nächste Haltestation. Wenn das aber auch fällt, sichere ich mich zum Beispiel hier bei 1648 ab, reduziere dafür die Positionsgröße, als wenn ich jetzt etwas mehr handle mit einem kürzeren Stop-Loss. Ja, das sind ja alles Möglichkeiten des persönlichen Risikomanagements. So, was passiert dann? Ja, wir sehen, dass es hiervon abprallt. Wir erleben nochmal, dass wir hier einen ordentlichen Anstieg sehen. Das geht nicht mehr ganz bis zum Hoch. Aber mit einem gesunden Trade-Management kannst du gegebenenfalls auch Teilverkäufe mitnehmen oder mit einem Trailing-Stop arbeiten. Und hier waren definitiv fast 200 Punkte drin in circa 6 Wochen. Ja, also das ist das eine, ja, wo man nochmal sieht, die Kombination aus beidem funktioniert ganz gut. Wir sehen dann aber auch hier das nächste. Ja. Nehmen wir mal an, du ziehst den Stop hier auf Einstand, wirst ausgestoppt, dann kannst du es doch hier an dem 61,8er nochmal versuchen, weil auch hier finde ich diese Zone ganz interessant. Wir sehen, dass es hier auch ja, dreimal abgeprallt ist, vor Corona wohlgemerkt. Und jetzt hier an diesem 61,8er wiederum halt findet und es sich nach oben entwickelt. Ja, jetzt sind wir gerade irgendwo dazwischen. Aber ich bin, wie gesagt, auch ein Freund von Teilverkäufen, immer wieder mal Gewinne zwischendurch mitnehmen, um ja nicht auf eine komplette Bewegung zu setzen. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist ja durchaus geringer, dass es in einem Rutsch hochgeht. Ja, aber so kannst du, wie gesagt, die Abpraller nutzen. Das kannst du scalpen, indem du sagst, hey, dieses Level ist für mich Intraday wichtig. Das kannst du, ja, oder auch Daytraden. Du kannst es aber eben auch Swingtraden.
sodass du sagst, gerade in so höheren Zeiteinheiten wie einem Daily kannst du das Ganze für ein paar Wochen laufen lassen. Es muss aber zu dir als Trader passen und du musst es auch aushalten können, dass das ein paar Wochen oder auch Monate dauern kann, wenn du Swing Trades planst. Ja, also das ist einmal jetzt hier im Gold gewesen. Es geht über alle Assetklassen. Meiner Meinung nach auch schon im Kryptobereich. Was wir uns jetzt aber nochmal angucken, noch ein anderes Beispiel hier, die Volkswagen-Aktie, also eben auch Einzelaktienbasis. Da kam es jetzt, da kommt es jetzt eigentlich noch nicht zu einem Trade, aber wir sehen hier eine schöne lange Strecke. Kann auch von hier nochmal eins ansetzen und dann hier hochziehen. Von diesem Tiefpunkt, aus dieser Seitwärtsphase. Aber wir wollen ja eben die Level finden, wo es relativ eindeutig ist. Und was ich hier interessant finde, ist dieses 38,2er in Kombination hier mit diesem Widerstandsbereich, der eben jetzt als Unterstützung dient, weil er ja dann irgendwann durchbrochen wurde. Kommen wir nicht exakt auf ein Level, müssen wir aber auch nicht zwingend, wenn wir dann dem Stop-Loss und dem Einstieg ein bisschen Spielraum geben. Wir sind auch noch nicht da. Heißt, was kann jetzt passieren? Ich kann mir den Trade planen, ich kann mir das auf eine Watchlist legen, ich könnte mir hier einen Alarm einstellen, indem ich jetzt hier mit einem Rechtsklick Alarm hinzufügen mache, könnte mich mit einer E-Mail benachrichtigen lassen, einem Pop-up im TradingView, wie auch immer, wenn jetzt dieser Bereich erreicht ist. Ich könnte mir hier unten reinschreiben, Fibonacci Retracement erreicht oder in Kürze erreicht, ja, und kann mir das dann auch nochmal angucken, wenn es soweit ist. So, wo kann ich jetzt Feinjustierung machen und dann an dem Tag dann das Buy-Limit in den Markt legen? Na, auch hier dann, das, wie gesagt, liegt nicht ganz aufeinander, vielleicht so bei 189 könnte man das planen und je nach persönlichem Trading-Stil und Risikomanagement dann ein wenig darunter absichern. Also das wäre die Möglichkeit hier nochmal Widerstände und Unterstützung als Indikator mit Fibonaccis zu koppeln. Ich habe eben gesagt, du kannst aber auch andere Indikatoren nutzen, wie einem gleitenden Durchschnitt, Pivot Points, wie auch immer das, was dir zusagt. Es soll dir einfach nochmal helfen, die Ideengenerierungen anzukurbeln, Setups zu verschriftlichen und da kann das entsprechend gut unterstützen, das Fibonacci Retracement. Insbesondere dann, wenn du den Handel aus der Korrektur magst, wenn du jetzt hier keinen Ausbruchshandel erwartest, dafür ist es nicht gedacht. Kann aber auch auf der anderen Seite helfen, vielleicht zu sagen, oh, wenn ich jetzt hier Short handeln will, vielleicht sollte ich dieses Level erstmal noch abwarten, weil es kann ja den Rebound geben. Wenn es aber nicht hält, dann kann ich hier Short handeln. Auch das von der anderen Seite eine Idee. Wenn du generell Hilfe brauchst bei dem ganzen Trading-System, ja, zu schauen, hey, wie kann ich das nebenberuflich sauber lernen, um dann sukzessive Gewinne aufzubauen, schau mal vorbei. Wir haben auf der Seite tradingfreaks.com über 450 kostenlose Blogartikel. Ich verlinke auch nochmal das Trader-Webinar von uns, wo du auch Einblicke in unseren Alltag bekommst. Und ja, helfen dir gerne weiter, wenn du Hilfe brauchst. Like das Video, teile es gerne, wenn es dir geholfen hat, hilft auch anderen und bis zum nächsten Mal. Ciao.